Ich frage dich einmal, wenn du Bürgermeister wärst, was ist das Schlimme in deiner Stadt? Die Drogenabhängigen, das heißt die Drogenkonsumenten oder die Drogendealer? Beantworte dir einmal diese Frage. Es sind natürlich die Drogendealer, denn diese verteilen noch weiter, damit noch mehr Menschen Drogen konsumieren können und abhängig werden und darin sich reinsteigern und wachsen. Und dann genau das Gleiche ist mit Krebs. Der Zucker füttert zwar die Drogenabhängigen, ja, so, aber das Entscheidende ist das, was daraus entsteht. Denn es ist so, es gibt einen Stoff, den Krebszellen herstellen, der andere Krebszellen füttert. Und das wurde noch nicht so belichtet. Und ich mache das hier exklusiv in diesem Video und du kannst daran teilhaben. Denn ich fordere als allererstes fordere ich ein Avantgarde quasi des Lebensstils des Konsums. Das heißt, eine grundsätzliche Änderung. Ja? Es muss grundlegend aufgeklärt werden über wirkliche Problemerkrankungen in unserer Gesellschaft. Anstelle von Infektionszahlen jeden Tag ist das Leben ist nicht nur ein Virus. Ja? Also die meisten sterben immer noch an Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das kann man nicht wegschweigen. Ja? Das passiert aber so ein bisschen, finde ich halt, ja. Es fängt schon an mit der Aufklärung in der Schule. Warum gibt es denn kein Fach, was Ernährung heißt? Die Schüler müssen die unmöglichsten Dinge auswendig lernen, die keinen Einfluss haben. Die vergessen immer noch, dass die Gesundheit nicht alles ist, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das kann ich nicht verstehen. Wie sollen wir denn eine gesunde Gesellschaft aufbauen, die nicht nur Krankenscheine nimmt und die nicht nur das Gesundheitssystem belasten? Wenn wir nicht Aufklärung betreiben in der Sache Gesundheit, wenn die Menschen nicht grundlegend ihre eigenen Erkrankungen, auch chronischen Erkrankungen, verstehen, denn die Medizin hat bis heute keine kausalen und auch keine holistischen Ansätze, chronische Krankungen zu heilen. Das gibt es nicht. Das funktioniert nicht. Also beziehungsweise symptombekämpfende Maßnahmen werden betrieben, ja? Daher erfolgen die Essgewohnheiten oft arbiträr. Das heißt, es ist also mit verheerenden Folgen einfach, weil es willkürlich einfach so passiert. Weil sie wissen es ja nicht besser. Die Mediziner machen es sich sehr einfach, schieben alles auf die Genetik. Aber die Epigenetik, die ja eigentlich auf die Genetik draufkommt und diese bestimmt, machen 90% der Genetik halt eigentlich aus. Das ist alles schon zigfach belegt, ja. Es ist nicht die Genetik in den größten Fällen, ja. Die meisten wissen gar nicht, was die Ursache ist, ja, ihrer Erkrankung. Denn das, wofür sie gezwungen werden, Geld zu bezahlen, zum Beispiel den Rundfunk, der wird es ihnen nicht sagen. Der Rundfunk wird es Ihnen nicht sagen. Stattdessen werden dort Berichte ausgestrahlt über Züge, Straßenbauen, Infektionszahlen, alles das, was man braucht für ein gesundes, eigenständiges Leben. Zuerst klären wir ein krebsbegünstigtes Milieu. Was bedeutet das überhaupt? So, ich sage euch das ganz kurz. Wenn zwei Stoffe fehlen bei dir im Körper, die du auch immer messen solltest beim Arzt, die ich dir gleich mitgeben werde, dann entsteht ein Stoff und dann hat man quasi das perfekte krebswachsende Milieu bei sich im Körper. Zwei fehlen, einer entsteht daraus, das perfekte Krebsmilieu ist da. In diesem Video erzähle ich euch genauestens, um welche beiden Stoffe es sich handelt und du die auf jeden Fall immer testen solltest bei deinem Arzt, wenn du nächstes Mal eine Blutuntersuchung machst und was ein Mangel genauestens bei dir bewirkt und was du tun kannst. Das erfährst du genau in diesem Video und ganz schade, diese Menschen, die das Video halt nicht sehen, ja, weil es wirklich was ganz, ganz Entscheidendes und Elementares ist, wenn ich immer noch, ich wiederhole es nochmal, jeder Zweite soll Krebs bekommen im Laufe seiner Zeit, in seiner Lebenszeit. Und das ist wichtiger, kann ein Video einfach nicht sein, halt an dieser Stelle, ja. Also Zucker ist der Ausgangsstoff, ja. Wenn viele reden, also wenn ich immer von Zucker rede, dann meine ich nicht direkt Zucker, sondern ich meine allgemein Kohlenhydrate, aber es spielt in dem Sinne biochemisch keine große Bedeutung erstmal, wenn wir auf zellulärer Ebene reden, denn die Kohlenhydrate werden auch immer zu Zucker abgebaut, halt, ja. Aber das Wichtige ist das, wenn du Zucker aufnimmst, ja, dann gelangt er in deine Zelle rein oder bestimmte Transporter, Bluttransporter heißen die. Und was macht der Zucker jetzt bei dir in der Zelle? Und ich kann dir verraten, du lebst nicht von Zucker. Der Zucker ist nicht das, was dir direkt Energie gibt, sondern das, was aus Zucker hergestellt wird. Wir kennen alle in der Schule, wir sehen mal hier einmal die Glykolyse. Ja, wir haben dann 10 Schritte, so in der Glykolyse. Das findet in der Zelle im Zytoplasma statt. Und da wird dann halt die 1 Mol Glucose wird dann halt einfach umgesetzt. So. Und am Ende kommt dann was raus. Und das hier heißt Pyruvat. Und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Warum höheres Leben, warum du überhaupt möglich warst auf dieser Welt, ist dieses Pyruvat. Was jetzt damit passiert? Denn es ist alles schick, wenn dieses Pyruvat jetzt weiter in deine Mitochondrien, das heißt in die Kraftwerke deiner Zellen gehen kann. Erstmal in den Zitratzyklus und danach in die Atmungskette hinein.
und dann daraus ATP generieren kann. Aus Glucose, das heißt Zucker, wird ATP, das ist der universelle Energieträger, Adenosintriphosphat, ATP, das wollen wir haben. Und mal ganz kurz, ja, es wird dementsprechend aus 1 Mol Glucose, ja, werden 38 Mol ATP hergestellt, wenn du es veratmest. Das ist der Grund, warum du atmest, weil du diesen Zucker hier in der Atmungskette veratmest halt, daraus aus, also Sauerstoff quasi Energie generierst, ja. Das ist das Entscheidende. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Wenn dieser Schritt Pyruvat nicht in das Mitochondrium rein kann, aufgrund der zwei Moleküle, die ich dir jetzt nennen werde, das ist einmal Alpha-Liponsäure und einmal Vitamin B1, die du immer testen lassen sollst. Der Referenzwert ist 12,5 Mikromol pro Liter. Über musst du haben, Alpha-Liponsäure, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe das vor anderthalb Jahren testen lassen und der war wirklich sehr hoch, mein Wert, das habe ich mich sehr gefreut. Aber das sind die Werte, die man immer testen lassen. Weil wenn du diese Werte, wenn du diese beiden Stoffe nicht hast, dann kannst du den Zucker nicht veratmen. Was wirst du tun? Du wirst genau das Gleiche tun, was Krebs tut. Und zwar, du wirst diesen Zucker vergären. Und das ist dieser Weg hier. Das Pyruvat wird mit der Laktatdehydrogenase zu Laktat umgesetzt. Das Laktat, also normalerweise Milchsäure, du vergärst den Zucker. Das Entscheidende ist aber das, aus 1 Mol Glucose wird jetzt aber nur 2 ATP. Das heißt, wir haben hier 19 mal weniger Energie plötzlich. Das ist auch der Grund, warum der Krebs viel mehr Zucker aufnehmen muss, damit er das Rennen überhaupt hier gewinnt. Weil du siehst ja, er nimmt ja 19 mal weniger auf als seine gesunden Zellen normalerweise. Von daher darfst du das Rennen nicht verlieren. Du musst deine Zellen gesund bleiben. Denn wenn du ebenfalls hier einen Mangel hast oder zu wenig Sauerstoff hast, dann gehst du den gleichen Weg wie der Krebs. Nur der Krebs kann viel mehr Zucker aufnehmen als deine Zellen und du wirst das Rennen verlieren. Das ist der Knackpunkt überhaupt. Dieser Milchzucker ist ganz, ganz verheerend. Ja, dieses Laktat, das ist das Anion der Milchsäure, also die Base dazu, die korrespondierende. Aber was ich jetzt sagen möchte, ich möchte euch auf diesem Buch hier einmal vorlesen. Ja, und zwar, das ist so meine Nachtlektüre. Und zwar, das ist hier Biochemie, so heißt das Buch. Ja, und zwar, ich lese euch mal kurz was vor, damit ihr das alles, da wird es genau das wiedergegeben, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Also, Tumorgewebe ist in vielen Fällen vergleichsweise schlecht durchblutet und die Sauerstoffversorgung ist entsprechend begrenzt. Ja, ganz wichtig, denn über das Blut, ja, denn 99% deiner Blutzellen sind ja rote Blutkörperchen, die auch Sauerstoff transportieren. Ja. Unter diesen Bedingungen wird der Glukoseverbrauch von den Zellen um mehr als das Zehnfache gesteigert. Was ich gerade auch gesagt habe, der Krebs muss mehr Zucker aufnehmen, damit er dann das Rennen gegen dich überhaupt noch gewinnen kann, ja, weil du 19 mal mehr ATP generieren kannst, ja, indem du das Substrat, das heißt die Glucose, veratmest, ja, und nicht vergärst. In der Regel wird die Glucose im Inneren des Tumorgewebes zu Laktat abgebaut, was ich auch gerade gesagt habe. Und das Laktat wird an die Umgebung abgegeben. Und das ist das Entscheidende. Ich möchte hier kurz einen Cut machen. Und zwar, das Wichtige ist das Laktat, was die Krebszellen herstellen, indem sie den Zucker vergären, weil sie keinen Sauerstoff dafür benötigen, ja, ist folgendes, dieses Laktat wird von den eigenen Krebszellen zur Energiegewinnung genutzt und es wird noch das Überschüssige abgegeben. Und das ist das Entscheidende. Laktat, die Krebszelle füttert andere Krebszellen. Die Krebszelle ist ein Drogenkonsument und ein Drogendealer gleichzeitig. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, was müssen wir auf jeden Fall verhindern? Wir müssen verhindern, die Laktatkonzentration bei dir im Körper auf ein Minimum zu reduzieren, damit andere Krebszellen keine Nahrung haben. Wenn die Krebszellen selbst Nahrung haben, wie gesagt, dann ist das nicht schön, ja? Das Schlimme ist eben das, wenn sie zu Drogendealern werden und das Laktat an andere Krebszellen weitergeben. Und ich habe gleich Mechanismen vorbereitet, wie man das Studien vorbereitet, was man da tun kann. Ja? Also viele Tumorzellen haben aufgrund ihrer Mutation einen Defekt in den Enzymkomplexen in der Atmungskette. Das ist ein weiterer Punkt. Und zwar die Atmungskette, da habe ich ebenfalls ein Video dazu gemacht. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel Q10 und NADH und solche Sachen. Da gibt es verschiedene Komplexe. Das würde jetzt nicht so weit führen. Aber das heißt, das Krebsgewebe hat diese nicht. Das heißt, es ist auch wichtig, diese Enzymkomplexe deiner Mitochondrien zu schonen, aufrechtzuerhalten, mal zu testen, wie hoch sind die denn überhaupt? Deswegen, das muss man ab und zu mal testen lassen, ja, solche Sachen, Q10, NADH, Alpha-Liponsäure, Glutathion und solche Sachen, ja. Also, ich mach nochmal eben kurz weiter hier. So, die Energiegewinnung wird dann weitgehend auf eine anaerobe Glykolyse umgestellt, das heißt ohne Sauerstoff, ja.
Und diese wird auch bei verbesserter Sauerstoffversorgung fortgeführt. Und das ist was ganz Entscheidendes jetzt, was hier gesagt worden ist. Wenn du wenig Sauerstoff bei dir im Körper hast, das heißt, deine Zellen zu wenig Sauerstoff haben, das merkst du zum Beispiel, wenn du einer Belastung ausgesetzt bist, ja, das heißt, wenn du sehr, sehr aktiv bist, dann brennen irgendwann deine Muskeln, weil die Milchsäure steigt. Das heißt, dein Körper kann nicht so schnell Sauerstoff aufnehmen, wie du ATP benötigst. Ja, so. Für die Aktivität, die du gerade aufführst. Das heißt, Laktat wird hergestellt, ja, so. Wenn du das aber chronisch hast, ja, so, chronisch zu wenig Sauerstoffzufuhr bei dir im Körper, dann passiert Folgendes, ja, dein Stoffwechsel, dein Stoffwechsel wird ebenfalls umstellen auf Gärung. Und das ist das, was der Krebs schon die ganze Zeit macht. Und das Wichtige ist, das erhöhst du aber die Sauerstoffzufuhr durch viel Sport, indem sehr viel Sauerstoff durch den Körper gepumpt wird. Dadurch auch sehr, dass du kannst auch allgemein sehr viel mehr Sauerstoff aufnehmen dadurch halt, ja, indem du Sport, dann dein Lungenvolumen, deine VO2 Max erhöht sich ja, ja, die Sauerstoffmenge, die du aufnehmen kannst pro Sporteinheit, ja, wird ja erhöht durch Sport, ja. Profitieren deine Zellen besonders davon. Jetzt können sie besonders gut Substrat veratmen. Die Krebszellen, egal wie viel Sauerstoff du zu dir führst, werden niemals besser. Die werden niemals auf Sauerstoff umstellen, weil ihnen die Enzyme fehlen. Deine Zellen aber nicht. Von daher ist das Sport absolut schon mal entscheidend. Wir fassen zusammen: B1, Alpha-Liponsäure und Sport ist das Entscheidendste meines Erachtens in der Krebsprävention, ja. So, kommen wir jetzt abschließend noch mal zu ein paar Studien. Ja, da gibt es sehr, sehr wenig Studien noch zu dieser Thematik. Ich kann es nicht verstehen, warum da nicht mal wirklich mal eine Riesenstudie angelegt wird mit Krebspatienten, mit Infusionen, mit Alpha-Liponsäure B1, ja. So, und allgemein guten Sauerstoffzufuhr, das kann man einfach steuern, indem man ein paar Mal am Tag ein bisschen Sauerstoffmaske quasi aufsetzt, ja. Das einfach mal testet gegen eine Gruppe, die auch Krebs hat, aber diese Maßnahmen ja nicht macht. Ja. Also sowas gibt es einfach noch nicht. Und das finde ich, also das wäre das Erste, was ich machen würde, wenn ich irgendwie mal in dem Bereich tätig sein würde. Naja, auf jeden Fall, eine Studie habe ich hier gefunden, und zwar gibt es hier, geht es hierbei um Diabetiker, die zweimal am Tag 600 Milligramm bekommen haben. Und das sind auch die, da kann man es besonders gut sehen, denn Diabetiker haben ja einen gestörten Zuckerstoffwechsel halt, ja. So, nochmal zur Anmerkung, und zwar, es gibt verschiedene Formen von der Alpha-Liponsäure, R und S, ja, wie es linear polarisiertes Licht quasi dreht. Würde es aber hier zu weit führen, aber die R-Variante ist schon deutlich besser, ja. Da gibt es noch einen Unterschied zu liposomal halt, und da gibt es noch einen Unterschied zu intravenös und auch in der Reihenfolge halt, ne. Von daher, 600 Milligramm ist nicht gleich 600 Milligramm, es hängt ab, welche Form du genommen hast und wie du es genommen hast, halt, ne? Liposomal oder Injektion oder wie auch immer halt, ja. Weil es von vornherein so schon nicht die allerbeste Bioverfügbarkeit hat, ja. Wir sehen aber hier, dass die schlanken Diabetiker, ja, und die übergewichtigen Diabetiker mit einer statistischen Signifikanz, ja, davon profitiert haben. Wir sehen vorher die schwarzen und den weißen Punkten halt, ja. Das Pyruvat und das Laktat, beides gesunken ist, ja. So, bei der Alpha-Liponsäuregabe. Und das ist das, was wir haben wollten. Wir wollten ja quasi das Laktat senken. Denn das ist ja die Nahrung des Krebs, ja. So, und warum ich das jetzt so wichtig finde, dass beides gesunken ist. Denn wenn jetzt zum Beispiel nur das Pyruvat gesunken wäre, ja, wir gucken nochmal hier die Atmungskette uns an, das Pyruvat, wenn nur das gesunken wäre, dann könnte man darauf schließen, ja gut, das ist jetzt gesunken. Was ist jetzt damit passiert? Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja toll, das Pyruvat ist weg, das heißt, es geht ja alles in die Atmungskette, es wird veratmet. Kann aber auch gleichzeitig sein, dass das Ganze eher vergärt wird. Dadurch, dass wir es verifiziert haben, dass die Gärung, das heißt Laktat, ebenfalls gesunken ist, ist das Pyruvat auf jeden Fall besser veratmet worden. Das heißt, die Menschen fühlen sich ja deutlich besser, weil jetzt 19 Mal mehr Energie generiert werden kann. Und das ist wichtig, dass beides erkannt worden ist. Wenn nur Pyruvat gemessen worden wäre, hätte das keinen Aufschluss gegeben, ob was damit passiert, ob es nicht doch noch vergärt wird. Aber da beides gesunken ist, ist das natürlich ganz, ganz toll. So, damit das noch was gebracht hat, das sehen wir in der anderen Studie. Und zwar sehen wir hier randomisiert doppelblind über 20 Wochen 360 Übergewichtige. Und zwar in drei Gruppen, ne? Blind, also Placebo, 1200 und 1800 Milligramm wurden gegeben, Alpha-Liponsäure am Tag. Und wir sehen hier eine statistische Signifikanz-Gewichtreduktion, ja, war zu verzeichnen bei denen, je mehr Alpha-Liponsäure dann dementsprechend gegeben worden ist. Das sehen wir hier, ja. So. Und das, wie gesagt, mit einer statistischen Signifikanz. So, und das alles mit Alpha-Liponsäure, ja, sehr, sehr schön.
Ich hoffe, dass da bald nochmal wirklich Studien kommen mit explizit Krebskranken und wie auch immer, wo das mal wirklich auf die Spitze getrieben wird halt, ja, so. Und, naja, also die Datenlage ist noch sehr, sehr, sehr dünn halt, ne, ist alles Pioniersarbeit, die ich hier mache halt, ja. So, dann gab es noch eine sehr, sehr schöne Studie zu Rennfahrern und die eine gewisse Kur gemacht haben von Kreatin bis zu 5 Gramm viermal am Tag genommen haben und dann auch Glucose sogar dazu noch genommen haben, was dann normalerweise, das fördert eher Laktatbildung. Ohne Ballaststoffe, Zucker halt. Und das kam zu einem Ergebnis, ein kleiner Rückgang war zu verzeichnen, bei der Belastung vor allen Dingen, sehen wir hier, je mehr Watt getreten worden ist, ja, in der Gruppe, die dann dementsprechend Kreatin bekommen hat, weniger Laktat war dann halt zu messen, ja, so. Und, aber hier bitte, das war eine Studie, nicht in solchen hohen Mengen das dauerhaft konsumieren, ja. Nicht nur an Menschenstudien wurden Versuche gemacht, ebenfalls an Tierstudien, ja, und wir sehen hier zum Beispiel bei Tieren, das waren Hühner, die gestresst worden sind mit Ammoniak, ja, wir sehen dann dementsprechend, wenn Alpha-Liponsäure gegeben worden ist, ist die Laktatdehydrogenase, ja, die ja das Laktat entstehen lässt, wieder zurückgegangen durch Alpha-Liponsäuregabe, ja. Pferde eignen sich ebenfalls sehr hervorragend, denn sie haben sehr hohen Sauerstoffverbrauch und sehr, sehr, sehr leistungsstarke Tiere. Ja, da sind die Mitochondrien sehr, sehr aktiv bei den Tieren. Es konnte gezeigt werden, dass die Zitratsynthese, das heißt Zitratzyklus, ist ja dieser Zyklus, ein Teil des Mitochondriums, der Energiegewinnung, ja, im Ruhezustand erhöht war. Ja, das heißt, mehr davon gebildet worden ist durch Alpha-Liponsäure, ja. Und Laktat während des Sports statistisch signifikant, also beides war statistisch signifikant, gesenkt wurde. Weniger Laktat bei dem Sport, bei Pferden, durch Alpha-Liponsäure, ja. Ich denke, es ist wirklich sehr akut. Ich möchte hier nochmal ganz kurz Zusammenfassung machen. Das ganz Entscheidende ist wirklich, einen sportlichen Lebensstil zu haben. Denn jedes Mal, wenn du Sport machst, nimmst du sehr viel Sauerstoff auf und lernst deinen Körper diesen Sauerstoff, ja, wenn du natürlich genug Alpha-Liponsäure und B1 hast, ja, gut zu verwerten, diesen Weg. Du lernst ihn quasi an den Zellen, ja, weil auch genug Sauerstoff da ist. Hast du eher einen Lebensstil, ja, der dein Körper nicht viel Sauerstoffexposition oder beziehungsweise Aufnahme fördert, ja, dann passiert eher das, dass dein Körper eher schneller übersäuert, ja, schneller übersäuert. Wenn du Sport machst, übersäuert dein Körper sehr, sehr schnell. Es brennt sofort, ja. Bei Sportlern ist das nicht der Fall, weil die Zellen viel besser angelernt sind, ja, und dein Körper auch viel besser von selbst Alpha-Liponsäure auch synthetisiert, ja, so beim Sport. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Alpha-Liponsäure wird im Körper ja auch selbst hergestellt, ja. So, und des Weiteren, man sollte ab und zu bei den Blutwerten immer B1 und Alpha-Liponsäure mit drin haben, denn Krebs ist eine Krankheit, wie gesagt, jeder Zweite kann sie haben und das sind sehr wichtige Faktoren, sehr, sehr wichtige Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Energiegewinnung und bei der Verhinderung des Krebsfutters halt, ja, diese beiden Stoffe. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, ihr könnt beim Arzt nächste Mal richtig auf die Kacke hauen. Viel Spaß, Dankeschön. Auf purazell.de kannst du mich unterstützen. Das ist die einzige Einnahmequelle, die ich diese Videos für euch mache. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wahnsinn, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Bis gleich auf purazell.de. Ciao.